Hallihallo Leute, willkommen zurück bei Sons of the Forest. Und am Strand aktuell, wo ich jetzt gerne mal schnell was aufschlagen möchte, damit ich mir hier nochmal ein bisschen Schlaf gönnen kann. Denn irgendwie ist unser Guter hier sehr, sehr oft sehr viel müde. Oh Gott, ich dachte schon, ich schlag da jetzt rein. Steuerung finde ich immer noch ein bisschen kompliziert irgendwie, ich weiß nicht. Uns fehlt noch ein zweiter Stock, hä? Da müssen wir nochmal los irgendwie. Oder muss ich das woanders hier... Hä, das geht schon? Das reicht zum Schlafen? Na gut, wenn das so ist. Wow, jetzt ist Nacht. Ich hatte mich so gefreut, dass Tag ist. Jetzt muss ich nachts wieder los. Andererseits wollte ich mir ja eh ein Feuer machen. Ich hoffe, mein Fisch ist noch gut. Fisch und Fleisch ist noch gut, wie es aussieht. So, wir brauchen ja zum Feuer jetzt sowieso wieder Stöcke. Und dann noch Steine. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so gut kriegen... Ist das ein... Wie so ein Hexenbesen, wo man drauf... Wo die Hexen drauf reiten und durch die Lüfte fliegen. Calvin, warte mal, den kann ich doch Stöcke holen. Kannst du mir... Warte mal, mal gucken, ob das geht. Baue Feuer, hole Stöcke. Und... was fallen lassen? Mir geben? Bin ich mal gespannt. Okay. Möchte ich am liebsten zugucken, aber ich muss selber jetzt Sachen finden. Allen voran große Steine. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon überhaupt mitnehmen kann. Oh Gott, Steine hat man ja wirklich... Okay, das reicht schon. Das ist ja cool. Man sieht richtig, wie er diese einsammelt. Das haben die echt cool gemacht, das muss man schon sagen. So, lag jetzt hier eigentlich noch... Oh, ich habe Medizin übersehen. Ich wollte gerade sagen, da lag da bestimmt noch was, was ich übersehen habe. Nein! Ich kann es mitnehmen. Vielleicht kann man damit nämlich die Eingeborenen auch ablenken. Oh, Calvin, du bist der Beste. Ich hoffe, ich kann dich hier auch irgendwie halten, ne? So, Stöcke. So, jetzt muss ich nur noch die Steine da reinkriegen. Jetzt ist die Frage, hätte ich die Steine überhaupt gebracht, gebraucht? Wir haben ja jetzt rausgefunden, wie ging das nochmal? Warte mal, den Stein kannst du weglegen. Ich muss auf das Feuer drauf... Leg den Stock weg. Das Feuer drauf zugehen? Warum geht denn das jetzt? Ah, da, okay. Moment, ich muss mal aufstehen dabei, sonst geht das, glaube ich, nicht so gut. So, dann legen wir das Fleisch da rein und den Fisch. Geld kann ich auch noch reinlegen. So, woran sehe ich denn jetzt, ob das gut ist? Mal gucken, müsste ja eigentlich da stehen. Guckt Fisch, ja? Gut, könnten wir uns eigentlich noch aufheben? Uns geht es ja eigentlich gerade noch ganz gut. Trinken. Wo haben wir denn... Haben wir den noch hier drin? Die Flasche? Ja. So, kannst du daraus trinken? Sehr schön. Ist die jetzt leer? Nee. Wie finde ich denn jetzt raus, wie viel da drin ist? Findet man anscheinend hierüber gar nicht raus. Aha.
Hier sehe ich sie jetzt gar nicht mehr. Okay. Oh. Halt, stopp. Bleib mal stehen. Kelvin. Kelvin, du brauchst nicht mehr sammeln. Wir haben doch schon alles. Mach eine Pause, bitte. Oh, vielen Dank, aber... Oh Gott. Der hat hier fleißig gesammelt. Der wird noch echt nützlich sein, muss ich sagen. Und ich bin schon wieder müde? Das kann doch nur ein Bug sein, Leute. Ich habe doch kaum was gemacht und bin schon wieder müde? Also irgendwas... Oder ich mache irgendwie was grundlegend falsch. So, dann darf ich also mein Bett gleich wieder aufbauen. Kann es vielleicht auch sein, dass es an der Art des Bettes liegt, dass er da nicht so gut schlafen kann? So, dann können wir uns hier sogar zwei hochstellen. Wenn ich das auf allen hochstelle, bringt mir das irgendwas? Es geht nur auf drei, ne? Kelvin tut mir ein bisschen leid, ne? Der kann ja jetzt nicht so gut schlafen. So, ich nehme mal wieder einen neuen Speicherstand. Irgendwie kommt mir das hier alles gerade ein bisschen seltsam vor. Gott. So, wirklich durchgeschlafen haben wir immer noch nicht. Vielleicht renne ich auch zu viel. Geht's dir gut, Kelvin? So, ich würde den, glaube ich, mal hier lassen und würde mal... Ich will mich jetzt mal auf das Schiff dort begeben. Ich will jetzt wissen, was es damit auf sich hat. Der kann dann in Ruhe noch seine Pause machen. Was ist denn hier? Eier? Warum ist das eine jetzt kaputt gegangen? Ich kann Schildkröteneier sammeln, ist das genial. Es ist böse, aber es ist auch irgendwie genial. Och, guckt euch das an. Da kommen Babyschildkröten raus. Ist das süß. Und ich habe einfach welche aufgesammelt. Jetzt schlüpfen die im Inventar und müllen mein Inventar zu. Muss ich gleich mal suchen, wo sind die denn? Die müssten doch hier unten irgendwo... Shiitake-Pilz. Oh, die habe ich auch noch. Ich habe die Eier jetzt hingepackt. Ich esse den gleich mal. Da oben. Ich schätze mal, die kann ich jetzt nicht einfach so... Hier. Oh, ich krieg euch. Wie war das? Ich wollte ans Schiff. Ich habe immer noch Angst vor den Haien. Mal los geht's. Am besten gleich tauchen. Dann müssten wir sehen, ob da irgendwas Haiartiges schwimmt. Oh, hier unten. Ich schwimme mal Glück, dass ich hier nicht gleich erwischt werde. Da war ein Hai. Ich hab's doch gewusst. Versuchen wir einfach, ganz schnell da drauf zu kommen. Oh, Gott sei Dank. Ui, was haben wir denn hier alles Schönes? Ist doch gar nicht so einfach, da reinzukommen, hä? Okay. Ist einer von unseren, oder? GPS-Peilsender. Weiß noch nicht, wofür die gut sind. So, was haben wir denn hier noch alles? Zahnbürste. Hat der Hai sich gerade die Möwe geschnappt? Habe ich das gerade richtig gesehen? Scheiße, wie komme ich denn hier wieder weg? Eine Pistole. Oh, jetzt kann es losgehen. Ich glaube, Munition hatten wir sogar auch schon gefunden.
Aber bitte legst du erstmal weg. Das müsste ich da eigentlich aufnehmen können. Ich habe das Buch, glaube ich, schon, ne? Boah, wie komme ich jetzt hier sicher wieder weg? Ich glaube, ich werde die Pistole gleich einsetzen müssen, ha? Ich meine, ich könnte es mal mit einem Speer probieren, ob ich da rankomme. Aber das sieht nicht so aus. Also, müssen wir wahrscheinlich die Pistole gleich einsetzen. Pistolenaufsatz. Oh. Ist das eine Magazinerweiterung? So, dann warten wir mal kurz, bis der rum ist. Ich hoffe, ich habe ihn damit verscheucht, ne? Er ist auf jeden Fall schnell weggeschwommen. Ich hoffe einfach mein Bestes. Oh shit, ich höre was von links. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich sehe schon. Ist da ein Eingeborener? Oder ist das Kelvin? Das sind Eingeborene. Ich hoffe, die haben Kelvin nicht gefressen. Oh, shit. Was ist mit euch? Ich habe keinen Stress mit euch, wenn ihr keinen mit mir habt, ne? Dieses penetrante Verfolgen, das ist so widerlich. Kelvin, wir haben Besuch. Ich glaube, wir müssen los. So. Dann müssen wir unseren Shelter mal wieder zeigen. Ich speichere hier erstmal. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich mache es einfach. Und zwar hier. Guckt mal, die gehen wieder weg. Vielleicht sind die auch einfach nur irritiert, weil ich quasi da lang laufe, wo sie halt ihre Patrouille haben. Und solange man da nicht lang geht, sind die auch ja, zufrieden, sage ich jetzt mal. So, was haben wir denn als nächstes offen? Ich glaube, da waren wir. Da ist noch ein Zeichen. Da müssten wir mal hingehen. Das ist da auf der Insel. Lässt sich gut gehen. Gekochten Fisch habe ich noch einmal. Den kann ich eigentlich direkt essen. Alter. Das haben sie aber wirklich gut dargestellt, ja. Dann werde ich mal auch meine Flasche wieder füllen. Ich hoffe, ich lerne das noch hier mit dem Inventar. Oh shit, die kommen schon wieder näher. Kelvin, wir müssen los, ne? Das kann man nicht trinken, ne, weil es kein Süßwasser ist. Also daran haben sie also auch gedacht. Kelvin? Doch, der folgt mir. Okay, ich habe schon Angst gehabt, dass er das irgendwie nicht verstanden hat, was ich von ihm wollte. Müsste hier nicht irgendwo eigentlich auch dieser Baum von dieser heilige Baum sein. Es hieß immer beim ersten Teil, dass es ein heiliger Baum für die Eingeborenen ist. Ob es im Endeffekt so war, hat sich nicht wirklich herausgestellt. Was hat denn das Inventar eigentlich für uns? Ach, Seilrutsche immer noch. Ich sollte mich langsamer bewegen. Kelvin kommt nie hinterher.
Bloß nicht die Füße nass machen, hä? Gut. Also Steine sind hier wirklich kein Problem. So, wo müssen wir hin? Ist noch ein ziemlich weiter Weg. Eigentlich wäre das näher. Könnte man das von da aus weitergehen? Im Wald drin ist beides. Also dann gehe ich dann erstmal hier in die Richtung. Ich weiß immer noch nicht, wofür dieses Symbol unten rechts ist mit dem Arm hier. Arm drücken. Also das ist fast voll mit Kraft. Aber ich weiß nicht so recht. Das scheint generell gestiegen zu sein, seit wir halt angefangen haben zu spielen, aber ich weiß nicht, was es mir sagen soll. Schachtelhalm. Das muss ich alles noch rausfinden, wofür das gut ist. So, jetzt laufe ich mal ein bisschen, damit ich vielleicht nicht so auf mich aufmerksam mache, eventuell. Bisschen Vitamine für zwischendurch. Ich frag mich nur, wer diese Frau ist, denen wir begegnet sind hier mit den vier Beinen. Die war relativ menschlich, auch also angezogen und so. Die wirkte ganz anders als die Eingeborenen, die wir bisher gesehen haben. Kann es vielleicht sein, dass die sich verwandelt hat und quasi eine ähnliche Transformation durchgemacht haben oder durchmacht wie wir, also als Timmy? Denn er ist ja scheinbar ähnlich. Irgendwas muss es ja damit auf sich haben. Oh, ich kann einfach nicht an den Büschen vorbeigehen. Gönn dir, ne? Die Richtung. Oh, das sieht schon schön aus. Muss man schon sagen. Ich habe zwar das Gefühl, es liegt so eine leichte Unschärfe über dem Bild, aber sonst sieht das schon echt gut aus. Unten, ich glaube, nee, das kommt vom Meer, oder? Das wird wahrscheinlich auch Salzwasser sein. Ich dachte, ich hätte hier Pilze gesehen. So, jetzt ist es bald. Warte mal, ist das nicht wieder eine Höhle? Erstaunlich, wie viele Heidelbeerbüsche es hier gibt in dem Spiel. Was ist das hier? Lachsbeeren. Warte mal. Falsche Richtung gegangen. Ich müsste auch mal sehen, wie ich mir so eine Schaufel mache. Die werde ich auch noch brauchen. Pfeilblatt. Warum heißt das wohl Pfeilblatt? So, kann man das hier trinken?
Nee. Aber hier wäre ein schöner Spot zum Bauen. So auf Wasser bauen. Das wäre eigentlich ein schöner Spot. Wir sind doch schon wieder zur Hälfte müde. Aber ich will noch nicht schlafen. Ich will nicht wissen, was wir hier uns alles einfangen, wenn wir durch die Büsche gehen. Zecken das Mindeste. Hier sind wieder so ein paar von den Wägelchen. Und anscheinend eine Leiche mit drin. Ah, hier ist eine Höhle. Passiert. Wollten die hier irgendwelche Büsche wegtransportieren? Oder ist der durch die... Ich glaube, der backt da einfach nur durch. Kommst du mit mir da rein? Gut. Versuchen wir es mal. Ich muss mal schauen, ob ich herausfinden kann, wie viel Ladung die Taschenlampe eigentlich hat. Sieht noch gut aus. Wir haben, glaube ich, auch noch Batterien. Moment mal, du hast doch aber die Taschenlampe. Kannst du bitte die benutzen? Besten Dank. Ich glaube, er ist nicht mitgekommen. Ob die Höhen wirklich im ersten Teil nachempfunden haben? Hauptsache, das haben sie beibehalten. Oh, was haben wir denn da? Eine Luke. Eine Zugangsluke. Food and Dining. Für wen? Wie schön, dass hier immer noch Licht ist. Fresh until Tuesday. So, mach die mal weg hier. Brauchen die Lampe gerade nicht. Mach sie weg. Sind doch Seile. Warum kannst du die nicht mitnehmen? Ganz viele Kühlschränke. Food for tonight's event only. Fresh until Tuesday. Do not leave freezer door open. Oh. Jetzt schon mal einen mit einem Pfeil erwischt. Das ist irgendwie ein anderes Labor als beim ersten Mal. Oder kann es... Oh, was ist denn das hier? Thought you might find this interesting. We are calling it Artifact 1. Might be related to that cube you guys found. Wir haben also dieses Artefakt gefunden und denken, dass sich das vielleicht auf diesen Würfel bezieht, den die gefunden haben. Weiß nicht, welchen Würfel auch immer. Oh, man kann sie auch noch ranhalten. Ist noch nicht ganz lokalisiert, das Spiel, wie es aussieht. Also noch nicht ganz übersetzt. Ich hoffe, ich kriege das so in Echtzeit ein bisschen hin. Steak? Ne, Speckstück. Gott, wie lange liegen die denn schon hier? Oh. Shit, das wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht notwendig gewesen. Naja. Kommen die Geräusche hierher? So, die nehme ich jetzt aber mit. Ostern. Hier sind einiges zu essen hier. Also hier wäre ich ja richtig versorgt. So, hier komme ich aber ohne Keycard auch wieder nicht weiter. Blaue Keycard, wie es aussieht. Das heißt, irgendwie bin ich in die... Aber warum gibt es eine Zugangsluke hier zum... Essen? Warte mal, werden die hier gegessen? Oder warum hängen die hier so... besonders...
ist doch kein... Natürlich ist da wieder ein Staubsaugerroboter. Die hängen doch hier nicht einfach so. Das gibt's ja auch nicht. Und hier ist dieser komische... Wuchs hier. Hm. Okay, also wieder eine Stelle, die uns zwar ein paar Sachen gegeben hat, letztendlich, aber kommen wir hier ohne Karte nicht weiter. Gut, dann müssen wir auf demselben Wege wieder raus. Ich hoffe, das geht noch. So erfrischend, vor allem nach Green Hell, dass man für die ganzen Sachen hier auch noch Animationen hat. Da haben sie nicht gespart. So, ich befürchte, wenn ich hier rauskomme, ist es wieder dunkel draußen. So, schnell wieder raus hier. Tja, warum kommt denn mein Begleiter eigentlich nicht mit? Calvin, hast du Angst oder warum kommst du nicht mit? Ich habe da unten ganz leckere Sachen gefunden. Ich würde ja abgeben, wenn ich könnte. Ja, vor allem, kann man das so essen? Ich hab Angst, aus was dieses Speck besteht. Ob aus den Menschen da unten. So, wir können... Eigentlich dann weiter zu dem Symbol, würde ich sagen. Das müssten wir eigentlich noch schaffen. Es sieht noch recht hell aus. Einfach so im Vorbeigehen. Es ist auch noch angemarkert, ne, die Stelle. Oh Gott. Ich komme hier alles einfach hinter. Und zu wissen, was es macht. Vielleicht sollte ich mir auch mal bald eine Rüstung bauen. Vielleicht gibt es ja da auch wie Green Hell so eine Stockrüstung oder irgendwas. Womit ich mich ein bisschen schützen kann vor den Eingeborenen. Ich glaube, ohne dem war es nämlich auch mal sehr schwierig. Schon im ersten Teil. Weil die halt doch relativ viel Schaden machen. Und auch ziemlich agil sind. So, jetzt reicht's mir, ich renne mal ein bisschen wieder. Mal gemütlich durch den Wald ist okay, aber ich glaube, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur laufe, da werde ich mich mit glücklich. Hm. Um nicht dein Fall fühlt sich so an, als würde es doch jetzt langsam wieder dunkel werden. Ich würde es gerne noch dahin schaffen. Calvin hält gut mit. Oh. Kann ich das hier taggen als Rehgebiet? Wenn ich da wüsste, wie das geht. Ich habe aber noch Fleisch dabei, deswegen lasse ich die jetzt mal am Leben. So, das sieht doch nach Süßwasser aus. Mit einer Schildkröte drin sogar. Die, oh, die ist so süß, die kann ich doch nicht umbringen. Weh, du hast da reingepisst, Schildkröte, ne? Dann überlege ich mir das vielleicht doch nochmal. Er hat ja jetzt gleichzeitig getrunken, das hat sich so angehört. Oh, die freut sich ihres Lebens und schwimmt hier rum. Süß. Okay. Guck mal, da sitzen die Rehe und genießen den Tag. Also hier ist... Moment. Kann man diesen Peilsender... Was ist das? Ramennudeln? Kann ich die einfach so essen? Wie kann ich denn diese Peilsender jetzt eigentlich ausrüsten? So, ich hätte gerne irgendwie so ein Tiersymbol. Wie macht man das nur? Das muss doch...
Ja, ich schalte das bloß immer durch, aber... Ich glaube, dass das... Vielleicht müsste ich den wirklich fallen lassen. Die Sache ist nur, wie mache ich das? Denn irgendwie... Nee. Funktioniert nicht. Na gut, dann gehen wir weiter. Kostet uns eine wertvolle Zeit. Ah, jetzt sind wir in der Nähe. Bestimmt wieder eine Leiche, ne? Im Baum? Ach, hier wieder. Ich sehe den aber auch gerade nicht. Der müsste hier eigentlich sein. Oh, hier. Ein Grab. Mehrere neue Anleitungen. Weil ich ein Stück Stoff gefunden habe. Blätterrüstung. Molotow-Cocktail. Naja, einige Sachen. Aber ich glaube, solange es noch dieses Geräusch macht, haben wir was nicht geklärt. Wahrscheinlich müssen wir den ausgraben, ja? Weil das führt alles auf jeden Fall dahin. Wie geht denn diese Schaufel? Das zeigt er mir wahrscheinlich nicht an. Mist. Das heißt, hier müsste ich eher mal wiederkommen. Ich möchte es auch nicht zerstören. Das ist so oder so Grabschändung. Aber das nervt jetzt gerade ein bisschen. Tag 4. Kevin versteckt sich. Schaufel. Gott. Da unten ist dann irgendwo eine... Die nächste Höhle. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich wirklich die ganzen Höhlen erkunden. Um hier weiterzukommen. Als nächstes erstmal wieder schlafen. Oh, was haben wir hier? Oh shit. Direkt gegessen. Keine Ahnung, was es gemacht hat. Oh, hier sind noch mehr Gräber. Chicorée. Alles okay? So, hier ist auch das Schaufelsymbol. Ja. Muss ich erstmal finden. Ich überlege halt gerade, wie könnte man eine Schaufel bauen? Vielleicht mit einem Stein, den er dann irgendwie auseinander nimmt? Nee, Reparaturwerkzeug nur. Den kann man nicht kombinieren. So, was kann man damit machen? Auch nix. Rote Maske. Stoff. Konnten wir jetzt auch nichts groß machen. Wir haben sowieso viel zu wenig Stoff für irgendwas. So, ist so viel zu tun hier. Ich glaube, ich sollte mich an die... Ich würde an die Küste gehen. Und dann so Richtung der... eingezeichneten Höhle da. Das
Das ist ein bisschen Weg. Gott. Werden immer noch verfolgt, wie es aussieht. Hauptsache, die Rehe tun mir nicht weh, wenn sie mir entgegenlaufen. Oh, und da sehe ich auch schon wieder, wir sind schon wieder längst über unsere halbe Stunde drüber, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal hier in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, das war jetzt keine Heckenkirsche. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Vielen Dank fürs Einschalten und dabei sein. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.